eine weiße Fassade und plötzlich wird es ganz bunt. So schnell kann das gehen. So ist das mit Bildung und dann macht es Klick oder Klack und wir können etwas. Eine Übung, einen Satz, ein Klavierstück. Die Fassade kann aber genauso viel und genauso viel und viel mehr wie die VHS-Hitzing. Da schau, ein Rauchfangkehrer, der bringt mir sicher Glück. Da schau, ein Rauchfangkehrer, im rechten Augenblick. Du schwarzer Mann, streif an mich an, glaub nicht, dass ich mich schreck. Macht nicht ein Kuss auf voller Lust, ich denk bei jedem Fleck. Da schau, ein Rauchfangkehrer, vor Freud wird mir ganz heiß. Mein Wunsch wird in Erfüllung gehen, jetzt hab ich schwarz auf weiß. Da schau, ein Rauchfangkehrer, der bringt mir sicher Glück. Da schau, ein Rauchfangkehrer, im rechten Augenblick. Du schwarzer Mann, streif an mich an, glaub nicht, dass ich mich schreck. Macht nicht ein Kuss auf voller Lust, ich denk bei jedem Fleck. Da schau, ein Rauchfangkehrer, Urfreud wird mir ganz heiß. Mein Wunsch wird in Erfüllung gehen, jetzt hab ich schwarz auf weiß. Ich darf euch alle sehr herzlich grüßen. Bevor wir tatsächlich sagen, ich weiß, müssen wir das Haus im Augenschein nehmen. Nächste Grünphase und alle in die Fenster. So siehst du in meinen schönsten Träumen aus. Ganz verliebt schaust du mich fallen an. Es gibt nichts mehr, was uns beiden trennen kann. Ganz im Weiß, so bist du neben mir. Und die Liebe lacht aus jedem Blick von dir. Ja, dann reichst du die Hand und du siehst so glücklich aus. Vollmond ist natürlich eine gewisse Herausforderung, aber ich freue mich ganz besonders, dass der Franz Schrenk, Bezirksrat und auch unser Unterstützer vom Kulturverein Hitzing hier ist, auch in Vertretung von Gerhard Schmidt vom Bezirk. Dankeschön fürs Kommen. Ein großes Projekt, das nicht im Kursraum und nicht nur im Kopf, sondern auf der Fassade stattfindet. Das ist die VHS Hitzing. Ich weiß, ist ein künstlerisches Sozialprojekt mit einem nachhaltigen Ergebnis. Sichtbar, dauerhaft, was wir wissen, ist weiß und das zeigt Wirkung. Ich glaube, es waren 10 Leute, die hier einen Deutschkurs besucht und nach dem Deutschkurs immer zur Arbeit gekommen sind. Und auch aus dem Wohnhaus sind immer wieder Leute gekommen, die mitgearbeitet haben. Aber das waren die fleißigsten. Ich bin gelernter Malermeister, dann habe ich irgendwann Grafikdesigner-Ausbildung gemacht und vor 3 Jahren eine Trainerprüfung in der Erwachsenenbildung. Und ich wundere mich selber immer, warum meine Berufe mir so irrsinnig viel Spaß machen und warum das immer dorthin kommt, wo es hingehört. Ich habe letztes Jahr ein Trainingsprogramm entwickelt, das heißt Paintback, und habe auf der Tankstelle neben der Volkshochschule Hitzing begonnen mit, damals waren es arbeitssuchende Jugendliche, im urbanen Raum ganz einfach mit Farbe so Transformationsprozesse darzustellen und sichtbar zu machen. Und ich halte diese Bilder im Kopf für wesentlich stärker als das, was wir tagtäglich sehen, weil wir uns daran gewöhnen und dann sehen wir sie irgendwann einmal nicht mehr. Bei der Volkshochschule wird es nicht so sein, weil es gibt
die Möglichkeit, die Fassade jeden Tag anders spielen zu lassen, und darum hat man immer wieder ein neues Erlebnis. Die Jugendlichen lernen viel dabei, es ist unglaublich, was die Bursche innerhalb von 2 Wochen an handwerklichem Geschick gelernt haben, wie sie wissen, wie man mit Werkzeug umgeht, wie man aufpassen muss, worauf es ankommt, dass man nicht alles ankleckert und so weiter und so fort. Und ich glaube, sie nehmen ganz einfach auch handwerklich viel mit. Mit dem Überbau, dass zum Schluss etwas übrig bleibt, das außergewöhnlich ist. Außergewöhnlich und auch die Menschen rundum anspricht und die auch während den Arbeiten jeweils kommen und fragen. Und es ist ganz interessant, dass Menschen plötzlich Kompetenz erlangen, wo sie vorher nicht wussten, dass sie sie hatten. Und ich glaube, genau darum geht es, dass wir uns gegenseitig stärken in einer Welt, die uns im Moment halt alle miteinander vielleicht ein bisschen schwächt.